Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei Dragon Age Origins mit dem Daniel, immer noch auf Bett Pokerface Gaming, immer noch im Bau der Werwölfe, aber gleich nicht mehr. Wir sollten ja zu Zephrion gehen und ihn davon überzeugen, dass er hier in diese Ruine kommt. Was zuletzt geschah. Und. Was sind, Schätze? Schätze! Gravierte Silberschlüssel, Inventar ist voll, kannst mich mal. Dass er hier zu der Herrin des Waldes kommt. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So. Brasilienwald und alles klar. Also, wenn ich rauskomme, links. Mama. Und ich hoffe, hier sind irgendwie nicht die Gegner wieder. Was macht er denn hier, Junge? Warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Werwolf an. Er hat sogar einen Pelz. So. Da seid ihr ja endlich. Zephyrin, was macht ihr denn hier? Ihr habt einen sicheren Weg durch den Wald gebahnt. Zumindest sicher genug, dass ich euch folgen konnte. Es gab keine Möglichkeit vorauszusehen, was geschehen würde, sobald ihr diese Ruine erreicht. Deshalb habe ich entschieden, selbst hierher zu kommen. Ihr meint, ihr wolltet sicher gehen, dass ich das Herz habe. Ganz genau. Habt ihr es? Nein, ich hab es nicht. Ihr habt es nicht? Dürfte ich euch fragen, warum ihr die Ruine dann verlasst? Ihr wusstet also von dieser Ruine. Warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Es gab keinen Grund dafür. Ich wusste, ihr würdet sie finden. Und ich wollte euch keine Geschichtsstunde über etwas geben, das nichts mit eurer Aufgabe zu tun hat. Aber es scheint, als hätte der Geist euch überzeugt, zu ihren Gunsten zu handeln. Dürfte ich erfahren, was sie will? Sie wird Schattenreißer nicht herbeirufen, wenn ihr den Fluch nicht aufhebt. Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Das dachte ich mir. Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich, ruhig und wild, Jungfer und Bestie. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreißer. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens, sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Aber die Werwölfe haben ihre Seelen wiedererlangt. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden, nicht, dass man sie verteidigt. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen. Ich versichere euch, dass die Werwölfe ihre Seelen wiedererlangt haben. Selbst dann sind sie noch immer dieselben wertlosen Kreaturen wie ihre Ahnen. Sie verdienen nichts anderes als das Elend, das sie gefangen hält. Das hier ist nicht eure Schlacht, grauer Wächter. Holen wir uns das Herz und schließen wir dieses Kapitel ab. Seid ihr nach all der Zeit noch immer so voller Hass? Ihr wart nicht dabei. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben und so vielen anderen. Ihr seid ein Elf. Ihr wisst, wie es ist, wenn einem Unrecht geschieht. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Aber diese Verbrechen wurden vor Jahrhunderten nehmen. Aber jetzt leiden eure eigenen Leute ebenso wie sie. Ich habe geschworen, mein Volk zu beschützen. Und ich werde keinen Finger krümmen, um den Nachkommen dieser Wilden zu helfen, die den Fluch verdienten, mit dem sie belegt wurden. Ihr könntet euch zumindest mit ihnen treffen, das ist mein Vorschlag. Und was ist, wenn sie nicht reden, sondern Rache wollen? Werdet ihr dafür sorgen, dass mir nichts geschieht? Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll,
Aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Da bist du also, Geist. Ah, sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du dem Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Er sagte, er habe euch beschworen und an den Körper eines Wolfs gebunden. Genau das hat er getan. Schattenreißer und ich sind in einem Wesen aneinander gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligt werden. Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Zathrians Tod würde also den Fluch beenden? Nein. Der Fluch existiert für sich allein, obwohl Zathrians Leben von ihm abhängt. Allerdings spielt sein Tod eine Rolle bei seiner Aufhebung. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Vergesst es, Zephyr, ich werde euch nicht helfen. Wir stehen für das Richtige ein, egal was es kostet. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es verdient. Okay. So. Was tun wir? Ich würde fast sagen, Seth und ich werden uns um Seth kümmern. So, hinterher kommen. Meucheln. So, Alistair, du nimmst einen Wundumschlag, bitte. Nein, das reicht. Ich kann euch nicht besiegen. Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist? Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid.
Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Geht das nicht alles schon viel zu lange, Zephyrin? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zephyrin. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer, bereite mir ein Ende. Wir bitten dich, hab Mitleid. Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Es ist vorbei. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Keine Sorge, es könnte viel schlimmer sein. Verglichen mit der Bestie in uns, die wir ständig bekämpfen mussten, ist es sogar absolut großartig. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen. Awesome. So, warum ziehen jetzt alle ihre Schwerter? Wegstecken, Jungs. Wegstecken. Ja. Wir haben die Werwölfe gerettet. So. Komm, Leute, stellt euch mal hier episch auf und so. Ja. Ich bin gerade ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Ich mache hier einen Cut. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal wieder ins Lager der Dalish. Bis dahin und tschüss.